Es folgt die DVD-Vorschau für Modellbahn TV, Ausgabe Nr. 48, und Sie übernehmen die Funktionsprüfung. Die Zettis haben einen festen Ort, an dem sie sich alle 2 Jahre treffen: Altenbeken. Bereits zum 6. Mal drehte sich dort alles um die Baugröße Z. Und wem es in Europa ein wenig zu eng wird, der baut die neue Welt nach, wie den Red Spider Canyon. Den gibt es sogar wirklich, im US-Bundesstaat Utah. Brava hat die epochentypischen Unterschiede an den Loks genau berücksichtigt. An unserer mit Funkfernsteuerung ausgerüsteten Maschine erkennt man zum Beispiel die Funkantennen, die automatische Rangierkupplung und die Leuchtmelder für den Funkbetrieb am Führerhaus. Schon beim ersten Blick auf das Modell fällt das feine Lüftergitter am langen Vorbau auf. Der darunterliegende Ventilator ist beim digitalen Modell sogar funktionsfähig. Das Befahren von Weichen macht der 294 keinerlei Schwierigkeiten. Was auch daran liegt, dass Speicherkondensatoren verbaut sind. Wir befinden uns in den Wäldern rund um das Wassertal in Rumänien. Als Betrachter ist man unterwegs in einer Landschaft, die perfekt gestaltet ist und die aussieht wie echt. Wir haben noch weiteres Material hinzugefügt. Ich habe zum Beispiel einen Tender und einige Wagen gebaut, die es so nicht im Katalog des Herstellers gibt. Die H0-Anlage ist komplett mit einer Oberleitung ausgerüstet. In der Tat beziehen die Modelle ihren Strom aus der Oberleitung. Alle Brücken, so auch die Kerstelenbach-Brücke, entstanden komplett im Eigenbau. Herrlich ist es, den Garnituren zuzuschauen, wie sie sich auf den 3 Ebenen tal- oder bergwärts bewegen. Blechschäden erkennen Sie in der Regel daran, kurze Schneidebacken und lange Hebel, denn sie brauchen ein bisschen mehr Kraft. Und wie man schon erkennt, ist das eine Blechschere, mit der man gerade Schnitte vollführen kann. Es gibt nämlich auch rechte und linke Blechscheren, mit denen man also Kurven schneiden kann. Mit einem entsprechenden Messer kann man natürlich auch Furnierhölzer und kleinere Leisten zuschneiden. Ich verwende dafür eine Schneidelehre. Auch schräge Schnitte können damit sehr gut ausgeführt werden. Zur Ausschmückung eines Marktplatzes oder einer Fußgängerzone bietet sich dieses H0-Set an. Von Auhagen kommt diese Bekohlungsanlage. Der Kran des H0-Modells ist drehbar und für den Einbau eines Servos vorbereitet. Eine weitere Variante der Ludmilla von ESU, vollgepackt mit technischen Finessen. So sind Maschinenraum und Führerstandsbeleuchtung Standard. Der Arbeitskreis Modelleisenbahn Dessau widmet sich der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn in Sachsen-Anhalt. Wie eine neugotische Burg wirkt der Bahnhof von Oranienbaum. Aus Backsteinen sind auch die Nebengebäude. Dargestellt werden die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Damals waren vor allem noch Dampfrösser im Einsatz. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.